Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zu einem kleinen Demo-Game. Wir spielen ein Survival-Game, nämlich den Winter Survival Simulator. Jetzt hätte ich mich fast versprochen. Leute, dieses Game sieht extrem geil aus. Es ist arschkalt und wir quatschen nicht lang rum, sondern wir gehen gleich rein, wenn ich hier rauskomme. New Game. Und wir rennen. Und wir rennen wieder. Und wir stehen vorm Abgrund. Vielen Dank, Sascha, für deine 10 Euro, du verrückter Typ, im richtigen Moment. Jetzt haben wir das Knurren von dem Bär verpasst. Aber das war es mir wert. What the hell just happened? Okay, es erinnert ein bisschen an The Long Dark. Es ist nämlich kalt. Shit. Und wir haben, eine Taschenlampe. Und er friert. Sehr geil. I can't feel my fingers. Ich kann meine Finger nicht spüren. Body Heat. After spending the night outside, your body temperature has dropped drastically. Your hands are frozen, which means you are unable to interact with anything. Stand next to any heat source to get warm and regain full control over your body. Tip, your body temperature can be tracked in the top right corner of the screen. Okay, ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht so gut, aber das habe ich verstanden. Kälte ist scheiße, rechts oben sieht man, dass wir frieren. Also grafisch sieht es echt schon mal geil aus. Atmosphäre stimmt auch. Hier kommt so ein leichtes Windrauschen. I've got to figure something out. Und seine Finger frieren. Wer hätte das gedacht? Oh. Hutknobbel. Vielen Dank für dein Subscribe. Ja, liebe YouTube-Zuschauer, ihr seht das Video erst ein bisschen später. Ich befinde mich momentan im Livestream auf Twitch, deswegen kommen hier immer mal ein paar Alerts rein. Nicht wundern, nicht erschrecken. Das Rülpsen kommt von meinen Zuschauern, nicht von mir. So, hier ist was Ekelhaftes, aber der Rabe hatte seinen Mittag. Was auch immer. Find a heat source. Leute, ich glaube, ich muss das abstellen. Es ist doch kein Horror-Game. Entspannt euch, bleibt locker. Wir wollen das Spiel genießen, die Atmosphäre. Oh. Was zur Hölle ist das? Ah, okay. Ein Fallschirm und da hängt ein Toter dran. Ich nehme an, der ist tot. Der sieht ziemlich tot aus. God, I have to be careful. Und ein Wolf. Oh je. Okay, Sanity. Your sanity is lowered by your poor condition and fear. A danger is lurking in the forest. The lower your sanity is, closer you are to madness and further away from survival. Hallucination, oh, das ist ein schwieriges Wort. Ich sag Halluzinationen are one of the first symptoms of losing sanity. Harmless at first, dangerous later. Tip, be careful when exploring. For example, wolves will intimidate you and lower your sanity. Wild animals may injure or kill you if you approach too closely. Okay. Ah! So, Freunde. Okay, also wir sollen den Wölfen nicht so nah kommen. Aber ich glaube, die kommen mir eher zu nah. Ich würde ja gerne mal zu der Leiche gucken, aber die ist umzingelt von Wölfen. What? Alter. Bleib ruhig. Mir geht ja schon ein bisschen die Muffe. Aber ich sag's ja immer wieder, eigentlich sind Wölfe menschenscheu. Also in Real Life. In Spielen ist das immer ein bisschen anders. Oder auch. Just...
Vielen Dank, Maki, für deine 10 Euro. Du bist super. Ihr seid echt eine super Community. Krass, leuchten die Augen von dem? Ja, krass. Mega fies sieht das aus. Ja, wenn sie im Rudel sind, sind sie natürlich ein bisschen aggressiver, sage ich mal. Aber trotzdem immer noch menschenscheu. Also die müssten schon sehr, sehr hungrig sein, um Menschen angreifen zu wollen. Vielen Dank, Tjonder, für deine 100 Bits. Genau, Freunde, wenn wir einmal hier sind, ist halt blöd, nur YouTube-Aufnahme, aber guckt mal beim Tjonder auf dem Kanal, der hat nämlich heute vor mir, der hat dieselbe Idee gehabt. Mein Video kommt aber erst am Wochenende. Ein Tipps und Tricks Video von Valheim rausgebracht. Tjonder, so wie er hier im Chat steht, einfach mal auf seinen YouTube-Channel schauen. Netter Kollege. So, Ambient Temperature. Body Temperature, Upper Right Corner of the Screen. Change according, bla, kennen wir schon, ne? Depending on the weather and your equipment, the ambient. Ja, es ist wie bei The Long Dark. Je mehr Klamotten ich anhabe, desto besser ist es. Hier haben wir anscheinend eine heiße Quelle gefunden. Achso, wir sollen da rüber latschen. Dann gehen wir hier rüber. Hi Hefty, grüße dich. Der hat aber ganz schön üble Schnittwunden. That feels much better. Oh. Oh no. Oh oh. No, no, no. Run! Run, okay. Wir rennen. Wir rennen, was das Zeug hält. Oh, der Himmel sieht geil aus. Nicht auf den Himmel gucken. Guck auf den Weg. Und vor Wölfen wegrennen in Real Life ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Erstens sind die schneller und zweitens macht die das noch. Oh, wir hatten den scheiß Baum angesägt. Not this again. Okay, hier ist Bar. Ich guck mal ganz kurz auf den Chat. Ihr duelliert euch hier. Wunderbar. Macht mal schön. His bar represents your physical condition. Avoid dangers such as wildlife heights and take care of your other basic needs. So that your heels doesn't drop to null. Okay. You can find the heels bar in the lower of the corner of your screen. Ja, da sitze ich ein bisschen davor, aber die ist noch voll. Halb voll. Halb voll. Und jetzt take care of this. Okay, ja, haben wir auch einen Soundbug gerade, höre ich. Ist ja noch die Demo-Version. Das wird wahrscheinlich alles noch gefixt. Some activities leave negative effects called debuffs. Debuffs make your survival harder, such as frozen hands or in this case a sprained ankle. Oh, wir haben verstauchten Knöchel anscheinend. Over time you'll learn about other debuffs, what effects they have and most importantly, oh Gott, das ist ein schweres Wort, how to get right to them. Tipp, sprain, bla bla, find a medikit. Gut, find my medikit. Da hinten. Nö. Was? Wo, er sieht hier eine Cabin. Ich sehe okay eine Cabin. Ah, der Himmel sieht echt geil aus, Leute. Valheim Server werde ich eventuell doch starten, Hefty, aber momentan noch nicht, ne. Ich spiele es noch im Singleplayer-Modus, gefällt mir ganz gut soweit. Aber es wird wahrscheinlich bald einen Multiplayer-Server geben. Leute, was ist denn das? Okay, es wird ist wahrscheinlich doch ein Horror-Game. Oh, oder auch nicht. What the fuck? Der Typ dreht durch. Ey, guck mal. I have to pull myself together. Dort in weiter Ferne ist irgendwas, was leuchtet. Und hier ist eine Hütte. Wir gehen natürlich zu der Hütte, da wo der komische Zombie-Hirsch gerade herkam. Ja, die hat noch fast ein intaktes Dach. Nicht so wie im Titelscreen. Ja, Nordlichter, hier gibt's alles. Vom Feinsten. Wo? Was ist das? Eine Mauer. Du musst Bierchen eingeben. Ausrufezeichen Bierchen. Wow, wow. Immer schön die Hütte zumachen.
Obwohl, wenn hier das Fenster kaputt ist, naja, scheiße, hätten wir auch die Tür auflassen können. So, was haben wir hier? Ein Medikit. Everything you pick up goes straight into inventory. The size of your inventory depends on your equipment. You can track and drop items into quick slots for faster access. Okay. Inventory. I. So, ihr, wartet mal. Wenn ich jetzt so drauf drücke, ihr seht hinter mir den... Wir haben wieder volle Gesundheit. This cold is killing me. I need to do something about it. Okay, er friert und hier ist starting a fire. Firebase in the shelters are ready to use. You only need to add fuel to light them. Kennen wir alles aus anderen Survival Games. Los geht's. Hier ist auch ein Ofen. Ich würde lieber den Ofen anmachen. Da können wir uns nämlich gleich Schnee schmelzen. Aber das Game lässt es nicht anders zu und will unbedingt hier Feuer machen. Ist das ja alles intakt? Ich interessiere mich ja immer in solchen Spielen für Schornsteine. Das scheint zu funktionieren. So. Fuel ist hier unten. Kann ich das hier reintun oder muss ich das mit rechts... Ah, mit Rechtsklick. Alles klar. Haben wir ein Hulz drin. Light up. There you go. Okay. Is this thing still on? I should save the battery for later. Okay. That's enough for one day. Wir können die Flashlight mit F ausmachen und schlafen. Fucking trip. I hope the others are doing fine. Press Spacebar to wake up. Wie lange schläft man hier? The sleep length is preset during the tutorial. After you will be able to freely choose to length to... Ah, okay. Oh, terrible night. Right. I have to go back there and get my stuff. Quest started. Retrieve your gear. Also wir sollen anscheinend unser Zeug wiederfinden. So, ich muss mal ganz kurz in den Chat gucken. Corrigan, hi, grüße dich. Und alle, die neu dazugekommen sind, seid gegrüßt, wenn ich euch jetzt irgendwie verpasst habe. Ich bin hier voll im Spiel. Ich bin voll im Fieber. So. Wenn ich Spiele durchgespielt habe, dass ich die wieder spiele, manchmal mache ich das tatsächlich. Aber mir fehlt einfach immer die Zeit. Wenn man einmal mit YouTube und Twitch begonnen hat, da hat man eigentlich keine Zeit mehr privat zu zocken, sondern man macht es nur noch als Let's Play oder Stream und ja. Aber früher habe ich das gern gemacht. So. Wir sollen unseren Rucksack finden oder sowas. Okay, hier sind auch noch ein Haufen Wege, aber wir halten uns erstmal an den Vorgaben, die das Spiel uns hier gibt. Oh, das sieht auch glatt aus. Also, wenn ich mir hier nichts breche, dann weiß ich auch nicht. Oh, er rutscht auch, guckt. Ja. Ne, jetzt geht's wieder. Er ist nur kurz gerutscht. Ah doch, hier. Also ich sag mal, in Real Life wären wir hier schon längst auf dem Arsch gefallen, hätten uns einen Steiß gebrochen. Es sei denn, du hast hier irgendwelche Spikes an den Schuhen. Corrigan, das Spiel heißt Winter Survival Simulator. Kein Quatsch, heißt wirklich so. Wie ich zu Insekten stehe und Spinnen. Ich habe selber hier drei Vogelspinnen neben mir. Die stehen hier 30 cm von mir entfernt. Also alles cool. Oh. There you are. Eine Kantine. Sirs, the quickly way to quench. Ne, to quench your thirst is eating snow. Nein. Also das weiß jeder Survival-Experte, dass man keinen Schnee essen soll. Das ist absoluter Käse. Und vor allen Dingen keinen gelben. Der gelbe Schnee ist nämlich noch schlimmer als der normale. You can find a natural source of water as well. Be careful with hot springs, as their waters are harmful to drink. Okay. Shit, it's empty. Although... There is plenty of snow around here. Press G to eat. Die wollen wirklich, dass wir Schnee essen? Warum? Das ist nicht gut, Leute. Macht das bitte nicht nach, wenn ihr in so einer Situation seid. Okay, unser Durst ist ein bisschen hochgegangen. Dafür geht aber die Kälte runter. Deadly Creatures habe ich noch nicht gehört, ne?
Könnte auch verschüttetes Bier sein, gelber Schnee. So, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Tutorial? Ah, 71 Meter in die Richtung. Wir halten uns erstmal dran. Wir können ja später immer noch, je nachdem, wie lange wir die Demo zocken können, können wir ja dann immer noch frei entscheiden. Muss ich hier hoch oder was? Was wir machen, aber jetzt gehen wir erstmal dem Tutorial nach, um das Spiel kennenzulernen. Kann ich hier drauf oder hat das wieder jemand angesägt? Okay, scheint zu gehen, scheint stabil. Bear tracks. Oh. And footprints next to it. Okay, Bärensporen. It doesn't look good. I have to check it out. Das ist nicht gut. Okay, press Q to Instinct Mode. Dann pressen wir mal. Okay, hier sind Bärensporen. Find a way to your backpack. Follow the bear tracks. Warum soll ich denn den Bärensporen folgen? Leute, esst bitte keinen Schnee in so einer Situation und folgt bitte keinen Bärensporen in so einer Situation. Macht das einfach nicht. Glaubt mir, vertraut mir. It just keeps getting worse. I hope they're okay. Achso, Sascha, die Commands stehen unten in der Info, unterm Stream. wartet mal. Ja. auf! Okay, wir folgen erstmal den Bärensporen. Hier ist wieder so eine heiße Quelle, das ist gut. Da ist auch irgendwas, gucken wir uns gleich an. Okay, da ist eine Brücke. A bridge! Ich mach mal den, das Q wieder aus. Die Trail ist hier. Sie haben wahrscheinlich die andere Seite erreicht, aber jetzt... Die Brücke sieht nicht sehr stabil aus. Nee. I'll find a way. I will find a way. I think I saw their camp on the way. Maybe I can help myself to what's left. Ah, das ist wahrscheinlich das, was ich gerade gesehen habe im Augenwinkel. Oder wie der Zyklop sagt, im Augewinkel. Okay, wir sind aber schon ganz schön angefroren. Was ist das? Das ist doch kein Camp. Das ist ein Oller. Naja gut, es hätte vielleicht war es mal ein Zelt. Ah, okay. Emergency Food Ration. Ration. Das sind diese. Wie heißt das? MP. Na, ihr wisst schon. Diese. Oh. Ja. Gewitter gibt es ja auch in dem Spiel. Cooking Food. Ah, okay, wir sollen es aber kochen. Das heißt, wir müssen dann zum Haus zurück. Aber wir wärmen uns mal ganz kurz hier die Hände und die Füße wieder auf. Ist hier noch irgendwas? Warte, wir gucken nochmal. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen, aber hier scheint nichts zu sein. Man kann hier auch komischerweise noch gar nichts aufheben. So Steine, Sticks und so, was man ja in Survival Games so kennt. So, ich nehme mal an, wir müssen jetzt eh zum Haus zurück, deswegen wärmen wir uns hier nur kurz die Füße auf und dann geht's zurück. In der Zeit gucke ich ein bisschen auf den Chat und trinke mal einen Schluck Kirschcola. Ach so, und ich kann hier eigentlich mal die Vorschau ausmachen. Der Encoder ist überlastet. So. Ruckelt das bei euch sehr? Gut, dann gehen wir. Aber grafisch ist es schon geil. So, wir sind dahin, 84 Meter. Kirschcola. Wie sagten ihr dazu? Bei uns ist das Kirschcola. Jump Rope. Oh, oh, oh. Ja, das schaffen wir. Und hier ist, wie kommt denn der jetzt hierher? Ach, ist das die Klippe, wo ich... Got it. Wo der Bär da oben war? Alles klar. It's about time to head back. Ah, wir haben 12 neue Slots. Really geil. Und jetzt sollen wir was essen. Objective updated. Na, Kirschcola. Wie hieß denn das sonst?
Hoffentlich tun wir uns jetzt hier nicht. Wartet mal. Haben wir jetzt Scheiße gebaut? Hier traue ich mich nicht runter. Vielleicht wieder über den Baum. Wartet mal. Ich meine natürlich Baum. Aber eigentlich heißt es Baum. Genauso wie Gorschkola Gorschkola heißt. So heißt der Baum Baum. So, da sind wir wieder an unserer Hütte. Jetzt mach schon nicht die Tür zu, weil ja hier eh offen ist. Of course. Of course. I'm out of wood. I have to cut a tree. Ah! Hi, Saria, grüß dich. Hätte ich mich fast erschrocken. Auch noch fast. Wir haben kein Holz. Wir sollen. Ah, guckt mal. Oh, Axt. What do we have here? Eggs and Shopping Wood. Open Inventory and assign an axe to Quickstart. Ja, machen wir. Wir sollten aber einen Baum auswählen, der möglichst nicht in der Nähe vom Haus ist. Ihr wisst, wie das ist, ne? So, erstmal Inventar öffnen. Axt auf der 1. Synchronsprecher von Klaus Heißler, den kenne ich gar nicht. Aber Leute, ich muss mich hier ein bisschen beeilen, weil. Warte mal, die neigen aber alle Richtung Haus. Ich muss hier aufpassen, welchen Baum ich fällig. Ich nehme mal den hier hinten. Nicht, dass wir unser Haus noch kaputt machen. Und schon geht's los mit den Holzhacken. Willkommen im Survival Game. So, das ist okay. Baumtechno. Das ist Waldtechno. Komm, mach's kaputt. Wir brauchen Holz. Ah ja, es heißt nicht Holz, sondern Holz. So, nur dass ihr Bescheid wisst. Von mir könnt ihr noch ganz viel lernen, Leute. So, Holz haben wir. Haben wir auch diese komische. Wir brauchten noch irgendwas mit Rinde, oder? Stand da nicht da? Ah ja, haben wir ja auch Rinde. Tree Bark. Gut. Das stimmt, mit einem Keil, aber wir haben keinen Keil. Wir hätten uns einen Holzkeil bauen können, aber haben wir nicht. Das Spiel will das nicht. So, dann pack mal rein hier den ganzen Pfeffer. Zack. Ich schätze mal die Rinde. Nein. Ach so, doch, das müssen wir auch rein tun. Stimmt, unsere Mission ist ja, guck, the food ration. Ration. Bring mir bitte deinen Akzent vorbei. Weiß nicht. Gehen wir mal zusammen Bier trinken, nach jeden Abend hast du es drauf. So, light up. Alright, it will take a while. Maybe I should look around a bit. Okay, das scheint ein bisschen zu dauern. Was? Optional? Refill-Kantine. Wir sollen unsere Flasche. Hungry? Wird das hier irgendwo angezeigt? 95 Meter dort. Während das Essen brät. Na, bist du zu blöd, da hochzuklettern oder was? Was ist denn los mit dir? Können wir ja unsere Flasche auffüllen. Immer gucken, nicht dass hier der Bär. Open Inventory and assign a canteen to Quickstart. Ja, Quickstart kennen wir alles. So machen wir das, wartet. Schnell die Flasche auf den Quickstart. Wir dürfen unser Essen nicht verbrennen lassen, deswegen beeile ich mich hier gerade so. Aber ich will keine Zeit verschwenden. Oh, was ist das? Mitnehmen, gucken wir gleich, was das ist. So, was muss ich machen? Ah. Gut gemacht. Guck, the food ration. Ration. Heißt das überhaupt Ration? Ich hab keine Ahnung. Ich bin dich. I have water. I have food. I have a roof above my head. It's hard. But I can do it. I have to. So, machen die Bude jetzt zu hier. So, wie sieht's aus mit dem Essen? Ist das fertig? Hallo, ich war den ganzen Tag im Wald. Ist das Essen fertig?
Oh ja. So, was haben wir hier? Ach, eine rohe Kartoffel haben wir gerade gefunden. Das ist ja geil. Können wir die hier auch? Ah. Machen wir eine schöne Bratkartoffel draus. Jetzt hauen wir uns aber erstmal was zu trinken rein. Das haben wir uns verdient. So, wir können mal dieses Q wieder ausmachen. Wolves are extremely dangerous and will kill you with ease. Avoid them at all costs. Ich mach mal dieses Q-Menü wieder aus. Ah, schön am Feuer. Wir haben was getrunken. Und gleich essen wir diese Ration. Na, wir warten erst, bis die Kartoffel fertig ist. Guck ich nochmal in den Chat. Ach stimmt, es heißt gar nicht Akzent, es heißt Dialekt. Danke heute fürs Richtigstellen, darum bist du mein Mod, um solche Dinge richtig zu stellen. So, Kartoschka ist fertig. Ach, hat er die jetzt gleich gegessen oder was? Nee, hier ist er. Die heben uns auf, oder? It has never tasted so good. Oh, haben wir gleich alles mit Emma gegessen? Guck, wir sind. Jetzt will ich schon wieder pennen oder was? Energy Bar, ja. All your actions cost energy. When your energy drops to zero, you will faint. If you faint, you will be exposed to weather conditions as well as lurking wild enemies. To restore energy full, you need to sleep. Ah, ja, ja, okay. Das ist klar. Das ist aber eine lange Anzeige. Die ist wirklich lang. Die geht ja fast bis zur Mitte des Bildschirms. Dann pennen wir mal. What? Fuck. What the hell is going on here? Alter! Ich glaube, der Papa kommt nach Hause. Der kommt aus der Kneipe und ist wütend. Papa, bist du's? Oh. Raven, schön, dass du da warst. Und ja, kannst du auf YouTube nachträglich noch angucken. Und ich wünsche dir einen schönen Abend und eine erholsame Nacht. That was close. Okay, hier draußen ist ein Bär. If this bastard approached from the other side, I would be dead by now. Ich habe Angst vor Bären. Meet your neighbor. Investigate the shelter from the outside. Ah, okay. Ich soll anscheinend vom... It's bleeding. Ah, der blutet. Ist das gut oder schlecht? Investigate the shelter from the outside. Investigate the blood stains. Was denn du? Mach mal erstmal die Blutspuren. Oder wollen wir erstmal die Hütte sichern? Wir machen erstmal das, was am nächsten ist. I should fix this right away. Fixing the shelter. Activate the instinct mode to find your what's the shelter status. Interact with fixable objects once you have collected materials that you require. Fire shelters allow you to sleep safely overnight and maintain, or this komisches Wort, a warm temperature. Tip, you will find ways to sleeping in the wilds as a last resort. Remember that being exposed to nature can kill you. Okay. Wir brauchen Bretter. Gibt's hier Bretter? Sieht nicht so aus, Leute. Aber für Bretter brauchen wir eigentlich eine Säge. Craft Pla. Ach so, wartet mal. Wir sollen craften. Crafting.
Wooden Lock Junk. Wartet mal, aber vielleicht ist er hier irgendwie ein Sägeblock. Ach, hier an der Werkbank. Okay, da müssen wir aber wahrscheinlich nochmal Holz hacken. Da lassen wir die Bärensporen erstmal so, wie sie sind. Hier ist auch nochmal irgendein Unkraut. Was ist das? Wild Karotte. Oh, eine wilde Karotte. Sehr gut. Okay, der Chat eskaliert wieder mit Dialekten. So. Machen wir den nächsten Baum kaputt. Alles klar, Isaria. Mach's dir bequem und genieß die Show. Gut, der war schnell kaputt. Mein Ding ist der hier unten. Naja, ich habe eigentlich da oben gehackt. Sind da jetzt noch Sticks raus? Ich glaube, wir brauchen einen dicken Baum. Oder? Ah, ne. Aber hier kommen nur Bretter raus. Ach nee. Ich bin doof, ne? Wir brauchen ja eigentlich Woodlocks, oder? Aber wir gucken mal. Macht ja Sinn, ne? Wir kriegen ja aus den dünnen Holzdingern jetzt keine Bretter raus. You can craft items on the crafting tables. Pick the crafting receipt on the right side and click craft to craft. Okay, irgendwas mit rechter Seite. Kriegen wir hin. Das da brauchen wir. Wie viel brauchen wir? Wir machen mal 8 Stück oder so. Ich denke mal, 8 werden reichen. Für die kleine Bretterbude. So, reicht es? Jetzt brauchen wir auch noch einen Hammer und Nägel, oder? Wie will er das jetzt anstellen? Bin ja mal gespannt. Der hat anscheinend einen Hammer und Nägel. Okay, aber es reicht noch nicht. Wir müssen noch mal was craften. Woher hat er denn jetzt Hammer und Nägel? Naja, ich hinterfrag das nicht. Wir akzeptieren das einfach. Wir sind froh, dass er es hat. Ach, hier, guckt mal. Bärenfallen können wir auch aufbauen. Und Fabric können wir herstellen. Ja, wie geil. Aus was denn? This looks fine. Was stellt denn der Fabric her? Halt Carrot? Vielleicht. Nee. So. Ich glaube, wir haben genug Bretter. Okay. Okay, das haben wir. Naja. It will keep me safe. But still, I've got to cover the roof somehow. Jetzt sollen wir noch das Dach machen oder was? Get the parachute, fix the shelter roof. Parachute, get the parachute. Ach, ist das der Parachute, ist das ein Fallschirm eventuell? Kann das sein, Leute? Brauche ich dafür auch wieder Bretter da oben? Wie komme ich denn da hin? Muss ich das von innen machen? Weil wir gucken. Wir haben ja Zeit, wir haben ja keinen Stress. Ah ja. Dann stellen wir mal ein paar Bretter her. Wenn wir denn können. Ach, wir haben ja auch noch 3. Aber machen wir noch ein paar. Einfach, weil wir es können. So, jetzt haben wir all unsere Loks aufgebraucht. Und, was fehlt? Ach, dafür brauchen wir... Ach, deswegen brauchen wir den Fallschirm. Jetzt wartet mal. Wo war denn der Fallschirm? Da, anscheinend. 239 Meter. Aber bei dem Fallschirm waren doch auch Wölfe, oder nicht? Oder meint die das blaue Ding, was neben der heißen Quelle lag? Na, wir gucken einfach. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Nee, ich befürchte fast, das ist dort, wo die Wölfe waren, wo dieser Tote hing. Das ist nicht gut. Aber wir haben jetzt eine Axt. Wir könnten uns... Oh. Was ist das?
Warum haben wir das vorne nicht gesehen? Raw Deer Meat. So, sind die Wölfe jetzt noch da? Ich sehe keine. I have to get this parachute off the tree. Or I could just get rid of the whole tree. Okay, der hängt schon länger. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Bäume hacken und die Karotte mitnehmen, weil Karotten sind gut. Aber die Frage ist, kostet denn dieser... Kostet denn dieser Modus hier irgendwas, wenn ich den aktiv habe? Oh, wir wären auch schon wieder müde. Achtung, Baum fällt! I wonder what's gotten him stuck here. Da ist er. Na? Okay, haben wir? Wir haben schon wieder Hunger. Aber wir haben ja jetzt Fleisch gefunden. Wir gehen mal zurück zu unserer Hütte. Sonst war da nichts, ne? Habt ihr da vorhin aufgepasst, was, wenn ich diesen Modus hier aktiv habe, ob das irgendwas kostet an Energie oder so? Das wäre ja schon blöd, wenn ich den die ganze Zeit anhab. Okay, er ist durstig. Wir können ja auch gleich mal was trinken. Und hungrig. Geht ganz schön lang, die Demo. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wie bei vielen Demos, ist eher ein kurzes Vergnügen. Können wir mal anmachen und gucken, ob wir hier nicht irgendwas verpassen. Ah! Habt ihr das gesehen? Ein beherzter Sprung. Aber wir müssen aufpassen, in solchen Spielen bricht man sich ja ganz gern mal einen Knochen oder sowas. So. Shelter Roof Hole. Hä? Achso, wir müssen das Fabric erst herstellen. Alles klar. Aber wartet mal, Leute. Wir müssen mal ganz schnell noch einen Baum hacken, weil wir Holz brauchen fürs Feuer. Der Kerl friert. Den nicht. Der fällt ja direkt aufs Haus. Mach mal den hier. Der Wutknubbel, der haut ja aber auf die Kacke. Ja, meine Fresse, du. Aber schön, dass ihr euch, während ich hier so konzentriert bin, so gut unterhaltet miteinander. Naja, wir sind ja eine Familie. Wir verstehen uns. Komm. Da, ganz viel Holz, das nehmen wir alles mit. Das brauchen wir auch. Machen wir uns gleich noch ein schönes Feuerchen. Das nimmst du mit. Ist das hier eine Quelle? Ah ja. Dann trinken wir erstmal. Trink mal einen Schluck. Jetzt sind wir wieder voll, was Trinken angeht. Und dann kannst du das doch hier nachfüllen, ne? Nee. Du sollst nicht. Blöd, Mann. Hä? Ach so, das ist Eis. Aber. Hier fließt doch was, oder nicht? Ah, jetzt. Okay, das war ein bisschen schlecht animiert. Egal. Jetzt müssen wir uns aber schnell Feuer anmachen. Müdigkeit ist auch bald soweit. Und dann müssen wir wahrscheinlich erst am nächsten Tag die Bärensporen verfolgen. So, also, hier haust du mal was rein. Das sollte genügen. Ach, wir haben ja auch noch... Ach nee, es ist eine rohe Kartoffel.
Dann hauen wir hier einmal Bark rein, Light up. Und einmal Fleisch. Das köchelt. In der Zeit können wir das Fabrik herstellen. So, wo ist es? Da. Craft. Wie sollten wir denn machen? Wir können nicht mehr machen. So. This should keep the warmth inside. Das Dach ist dichter. Oh, hier, der hat das gleich mit Strunk draufgehauen. Jetzt warten wir noch, bis das Fleisch fertig ist. Das Problem ist, wir sind echt müde. Die Frage ist, ob die Energie jetzt durch Essen wieder ein bisschen hochgeht. Dann können wir noch auf Bärensuche gehen. Ansonsten müssen wir das auf den nächsten Tag verschieben. Wutknubbel. Einfach köstlich. Oh, die Kartoffeln. Die sind ja fast... So, Kartoffeln haben wir. Kann ich das hier auch reinhauen? Ah ja, das geht auch. Dann werde ich wahrscheinlich doch nochmal... Oh, jetzt habe ich ein Brett draufgeschmissen. Scheiße. Naja, brennt ja auch. So, wie sieht's aus? So, Hunger? Oh, da müssen wir aber viel essen, wa? Your stomach is rumbling. Maki, läuft der Stream eigentlich bei dir? Du hattest ja immer so Probleme auf Twitch. Oh je, da müssen wir aber ganz schön viel essen, Leute. Das Fleisch lässt sich feiern. Ich hoffe, das bringt was. Achso, ich habe gar nicht drauf geachtet. Jetzt, wenn wir das Fleisch konsumieren, gucken wir mal, ob die Energie unten hochgeht. So. Ja, geht hoch. Cool. So. Okay. Jetzt haben wir schon mal wieder einen halbvollen Magen, ein bisschen über die Hälfte. Okay. Okay, doch ganz schön lang. Gefällt mir. So. Alles klar, jetzt gehen wir den Bärensporn noch hinterher. Oh, es wird aber dunkel. Ist das eine gute Idee? Nee, absolut keine gute Idee. Ich würde sagen, wir pennen, Leute. Mache zu die Bude. Press U to cancel and return to vault. Was heißt das? Ah, guckt mal. Ah! Check. Jetzt geht aber auch Hunger und Durst wieder runter. Ach du Scheiße. Naja. So, jetzt müssen wir aufwachen. Wir müssen jetzt was trinken. Jetzt haben wir aber auch nichts mehr zu essen. Aufgewärmt Zimmer. Quatsch. Trink mal was. Essen haben wir jetzt keins mehr. Ja gut, das ist wie bei The Long Dark. Brewolf, grüße dich. Schreist du hier so rum? So, aber eigentlich führen die Spuren doch dahin. Naja, wir gehen jetzt hier den Spuren nach. Sehe ich die auch ohne Kuh? Wartet mal. Die sieht man eigentlich. Hier, füll mal auf. Oh, hier ist was. Und hier ist Essen. Wir müssen jetzt wirklich sämtliche... Was ist denn da hinten? Ist da einer gelaufen? Was ist das? Ja, wir gucken erstmal zum Wagen. Ich glaube, ich habe einen Mensch gesehen. Oh. So, hier ist ein Stück Fleisch. Was haben wir hier? Ach so, ich habe ja auch eine Taschenlampe. Stimmt. Guck hier noch mal ganz genau. Da sind die Bärensporen. Ah, da ist ein Turm, Leute.
Und hier enden die Spuren. Broken Trap. What? I see. A hunting trap. Ah. Too small for the bear, but I can use it elsewhere. I wonder if there are more of them. Okay, wir haben eine Bärenfalle gefunden. A trap is the only way to catch a rabbit. Ah, geil, können wir uns Hasen fangen. Most traps are broken, but you may encounter armed ones. Do not step on them. Collect broken parts to fix traps in a working condition or even craft your own. Okay, wir können die reparieren. Da ist auch noch irgendwas. Find the second trap. Oh, hier. Essen. Ah, da ist ein Hasi. Geil. Können wir dann was essen? Now I can fix this. I think I saw proper tools inside the shelter. Okay. Aber ich hab doch hier gerade einen Mensch gesehen, Leute. Ich bin doch nicht behämmert. Kannst du hier hoch? Oh, der Himmel sieht geil aus, oder? Ich mach mal kurz die Taschenlampe aus, wegen Lichtverschmutzung. Oh, geil. Nice. So, wir sollen zurück zur Hütte, aber wenn wir einmal hier sind. Wenn wir einmal hier sind, gucken wir an, wie der Hase völlig amok läuft. Okay, der Mensch ist zu blöd, ein Hasen, der nicht vorwärts kommt, mit der Axt zu schlagen. Ah, hier, wartet mal, guckt mal. Ich hab doch hier... Ja, vielleicht hat es getäuscht. Aber guckt mal, Eisen gibt's ja anscheinend genug. Wir müssen es nur finden. So, wo müssen wir jetzt hin? Zurück zur Hütte, wo ist denn die? Da unten. Aber ich nehme mir erstmal alles mit, was wir finden, weil Essen ist richtig im Keller gerade. Wir können uns jetzt einen schönen Hasen machen. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Rehkeule gefunden. So, Holz können wir gebrauchen, das ist gut. So, rein in die Hütte. Türe zu, es zieht. Mache zu. Erstmal wieder das Übliche. Wir hauen Feuer rein. In der Zeit, wo wir an der Werkbank arbeiten, kochen wir uns schön was zu essen. So, Light up. Und Keule und Hase. Das bringt, glaube ich, am meisten. So, was sollte man jetzt machen? Craft Repair Trap. Da. Okay. I should set up a trap as soon as I can. Okay, das dauert hier, glaube ich, ein Weilchen, ne? Ja, in der Zeit können wir die Falle drapieren. Wartet ganz kurz. Wir müssen das Wasser mal kurz rausnehmen. Oh. Shit, hab ich das jetzt getroppt? Wo ist denn jetzt die Flasche hin? Hä? Scheiße. Ah, da ist er wieder. Ich wollte schon sagen. So, dann hauen wir die Falle hier runter. Wieso geht denn das nicht? Das muss ich da machen. Ach, dort soll ich die aufbauen? Nee, da warten wir kurz, bis das Essen fertig ist, Leute. Hä? Drückst du die falsche Taste, Beutel? Ich glaube schon. So, der Hase ist gleich durch. Und ihr amüsiert euch schön, das ist super. So, Fleisch ist fertig. Dann hauen wir hier eine Möhre drauf.
Ah ja, das geht gut nach oben. Dann essen wir noch die zwei Sachen und dann gehen wir die Falle drapieren. Ja, da kriegt man ordentlich Energie, Leute. Das ist super, super. Ja, und Hunger ist. Ja, wir müssten eigentlich kommen. Noch zwei Möhren hauen wir uns drauf. So viel Zeit muss sein. Die nehmen wir uns einfach die Zeit. Dann schauen wir mal. Aber bisher ist es geil. Es macht Spaß. Es ist ein schön langes Tutorial, vor allen Dingen. Finde ich super gemacht. Zack, zack. Essen, essen. Und wir haben vollen Wanst. Sehr geil. Jetzt hauen wir uns noch was zu trinken rein. Kann ich hier auch aus dem Rucksack trinken? Ne, anscheinend nicht. Dann trinken wir so. Okay, wir sind wieder voll. Auf geht's. Aber wenn wir die Falle so weit wegstellen sollen, dann. Naja. Na gut. Wenn das Spiel das so will, dann machen wir das. Müssen wir mal ewig latschen, bis wir zu unseren Hasen kommen. So. Hier sollen wir sie hinstellen, oder was? Ach so. Ah. Verstehe. Done. Better leave it alone. Oh. Nein, 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 nein. Fuck. Wow. Ah. Sechs Verpflegen, Winter Survival Simulator Demo. Krass, das war die Demo. Alter Schwede. Jetzt habe ich aber einen Schreck gekriegt. Leute, ich freue mich auf dieses Spiel. Das wird richtig, richtig nice. Ich denke mal, das hat Potenzial, zu einem guten Spiel zu werden. Ja, für meine YouTube-Zuschauer sage ich vielen Dank fürs Reingucken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der Vollversion. Wenn das Spiel released wird, werde ich auf alle Fälle reinschauen mit euch zusammen und die Kälte genießen. Wir sehen uns in einem anderen Spiel. Haut rein. Ciao, ciao.